Das FLIR One ist eine Wärmebildkamera für Smartphones, die man einfach unten an das Smartphone dran steckt. In diesem Fall ist es der Lightning-Adapter, ist also mit iPhones kompatibel. Und man steckt es einfach ein, macht die entsprechende App auf und schon hat man aus seinem Smartphone eine Wärmebildkamera gemacht. Das FLIR One hat einen integrierten Akku, der ungefähr eine Stunde hält. Und man sieht hier auch schon, wie es die Menschen in der Umgebung erkennt, beziehungsweise deren Wärme. Die Reichweite ist ungefähr 100 Fuß, also 30 Meter. Man kann auch die Farben umstellen. In diesem Modus sieht man etwa die heißesten Punkte im Bild oder je nachdem, wie man es am liebsten sehen mag. Wie gesagt, Akku hält eine Stunde, aber ist noch ein Prototyp, kann sich also noch ändern. Soll auch für Android-Phones erscheinen und wird dann eben nicht mit einem Lightning-Adapter, sondern mit Micro-USB ausgestattet sein. Mit dem iPhone ist noch etwas möglich, was mit Android so nicht geht, nämlich, dass man die Wärmebildkamera zweiseitig einstecken kann. Entweder man fotografiert wie mit einer normalen Hauptkamera vom Smartphone oder man macht Wärmebild-Selfies.